Hi Leute, wie du wirklich glücklich wirst. Herzlich willkommen in dem Video heute. Und ich wollte heute mal wieder ein bisschen mehr aufs Mindset eingehen. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Videos in Richtung Ernährung gemacht. Deshalb, weil es mir selber sehr gefehlt hat. Auch zwischendrin mal wieder ein Mindset-Video. Ich wollte auch ein bisschen mehr Videos in die Richtung wieder machen. Schreibt mal bitte auch selber unten drunter, was ihr sagt, in welche Richtung euch es mehr gefällt. Der Ernährungsaspekt ist eben ein Aspekt, wo viele zu mir kommen, auch was das Fasten angeht, wo ich viele Coachings gebe, was die Umstellung der Ernährung anbelangt oder eben ja, Fasten. Oder auch, wo viele Kurse in die Richtung gehen. Eben auch Nutrition Now, den ich jetzt neu rausgebracht hatte. Aber ein Thema, das mir eben auch immer gleichbedeutend ist, ist eigentlich das Mindset, die Psyche, wie man einen glücklichen Bewusstseinszustand entwickelt. Und deshalb wollte ich in die Richtung auch immer wieder mehr Videos machen. Das ist auch der Aspekt, weshalb ihr natürlich auch mit zu mir kommt häufig bei Beratungen, weil es eben ganzheitlich betrachtet wird und dann nichts außen vor gelassen wird. Also kommentiert mal unten drunter unbedingt, was da eure Meinung ist, was euch mehr interessiert. Von den Videos her, auf jeden Fall heute geht es um das Thema, wie du glücklich wirst. Wie wirst du wirklich glücklich? Meistens dachte ich selber, ich muss irgendwas machen, jetzt muss ich noch die Prüfung da bestehen, jetzt muss ich noch das Studium da fertig machen, jetzt muss ich noch dieses, jenes machen und dann bin ich glücklich. Dann bin ich glücklich. Oder wenn ich die Frau abbekomme, dann bin ich glücklich. Wenn ich mich traue, dieses, jenes zu machen, bin ich glücklich. Und im Endeffekt habe ich immer mehr festgestellt, völlig egal, was im Äußeren passiert. Dieser Glückszustand ist was, was in mir passiert und was ich selber produziere. Und ich kann meine Einstellung ändern, wie ich möchte. Wenn du mal irgendwo beobachtest, du sagst zu dem einen was und er bricht in Tränen aus und der andere freudenstrahlend schaut er dich an und gar nichts. Dementsprechend ist das Glück ja offensichtlich nicht von den äußeren Dingen abhängig. Und egal was heutzutage, es ist ja so, der eine hat Kinder, Frau, Haus, Auto, Job, ist nicht glücklich. Hat zu viel Arbeit, alles anstrengend, alles stressig. Der andere hat keine Frau, keinen Job. Ist unglücklich, er hat keine Frau, keinen Job. So, es ist völlig egal, was im Äußeren ist. Und unsere Gesellschaft ist sehr dahin gedriftet, dass nur durch das Zielorientierte zählt. Und am Ende zählt gar nicht, wie man dahin gekommen ist. Und das ist der eigentliche Schlüssel. Weil was du am Ende machst, ist völlig egal. Was du machst, das ist völlig abhängig. Je nachdem, wo du geboren wurdest, machst du was anderes. Wenn du vor 500 Jahren geboren wurdest, dann warst du vielleicht in der Gesellschaft ein toller Mensch, wenn du ein guter Krieger warst, super gut mit dem Schwert umgehen konntest. Heutzutage bist du super toll anerkannt, wenn du ein Arzt, Ingenieur, was auch immer wirst. Und so ändern sich die Zeiten. Je nachdem, wie die Zeiten sind, gibt es Anerkennung für andere Sachen. Aber was macht dich wirklich glücklich davon? Und die Sache ist, wieder dahin zu kommen, zum Prozessorientierten. Den Prozess zu genießen, egal was du machst. Du kannst jede Handlung völlig genießen. Das ist die Freiheit, die der Mensch hat. Das ist die Freiheit, die du und ich haben. Wir können wieder alles, egal was, genießen. Du kannst die kleinste Handlung genießen, wenn du das mit einer anderen Bewusstheit machst. Du kannst den Wasserhahn aufdrehen, du kannst dir bewusst machen dabei, wo dieses Wasser herkommt, wie das vom Berg irgendwo runterkommt
Und wie das kilometerlang jetzt hier einfach mit einer Handbewegung aus deinem Wasserhahn kommt. Du kannst dir bewusst machen, wenn du was isst, wenn du nur einen Apfel hier, wenn du nur einen Apfel isst, kannst du dir bewusst machen, hey, dieser Apfel, wie lange hat der Baum gebraucht, um zu wachsen? Wie lange hat diese Sonne geschienen? Was für ein Wetter war da? Dieser Baum ist über Jahre gewachsen. Und jetzt den ganzen Sommer war ein super Wetter vorher schon. Und dann ist der Apfel rangereift. Irgendjemand hat ihn geerntet, hat ihn zu dir gebracht, hat ihn auf den Markt gebracht, wo auch immer hin. Du hast ihn jetzt auf deinem Teller. Und da stecken diese Energie, diese Jahre, da steckt alles drin. Du kannst alles wieder in diesem Apfel erkennen. Da steckt die Sonne, das Wasser, das Licht drin. Alles, die Erde, der Boden, das Nährende, jenes Element steckt da drin. Du kannst in allem alles sehen. Eine Buchseite steckt genauso alles drin. Der Baum, in dem steckt auch wieder das Licht, die Erde, das Wasser. Ein Mann, der das, ja, alles gemacht hat. Und alles kannst du da wieder drin erkennen. Diese Dankbarkeit kannst du in jedem einfachen Prozess entwickeln. Du kannst in jeder einfachen Sache wieder so intensiv da sein, so intensiv das wahrnehmen und es so intensiv machen. Das ist deine Freiheit. Du kannst jeden Moment so intensiv leben. Und darum geht's, wieder prozessorientiert zu leben. Nicht dieses Zielorientierte. Das Ziel wird tausendmal besser, wenn du dich auf den Prozess orientierst. Wenn du den Apfelbaum, den Kirschbaum mit perfekt süßen, reifen Kirschen möchtest, du brauchst kein einziges Mal an Kirschen zu denken. Du kümmerst dich einfach drum, um die Gegebenheiten. Du schaust, dass du den Prozess perfekt machst. Du schmeißt Dreck auf den Boden, dumm. Und daraus kommt die Süße. Vorher ist überhaupt nirgends eine Süße da. Die Süße entsteht dann automatisch, wenn du dich auf den Prozess orientierst. Und wenn der Prozess wunderbar ist und du den optimierst, egal was du machst, wenn du es wieder mit einer anderen Intensität machst, völlig da bist in dem, was du machst, völlig darin aufgehst, dich völlig darin verlierst, dann kommt immer mehr Freude dabei. Egal, was du machst, egal, es ist völlig egal. Und du merkst vielleicht, wie immer mehr Freude sich bei mir aufbaut. Es ist völlig egal, was du machst. Du kannst einfach nur in die Kamera schauen. Da sitzen. Im Grunde müsste ich nicht mal ein Wort sagen. Und es wäre noch viel effektiver. Und darum geht's, den Prozess wieder zu genießen. Das Ergebnis wird tausendmal besser sein. Aber um das Ergebnis geht es nicht. Das Ergebnis ist abhängig. Vor 500 Jahren machst du was anderes wie heutzutage. In einer anderen Gesellschaft machst du was anderes wie in dieser Gesellschaft. Egal. Das ist abhängig davon, wo du geboren bist. Es geht für dich nur darum, prozessorientiert funktionieren, den Moment zu genießen, wie er ist. Dieses einfache, simple, was man immer sagt, in den Moment kommen. Das ist dieses Bewusstsein, das man entwickeln kann. Du wirst immer wacher, du wirst immer klarer in diesem Moment. Du kannst hier sitzen, du nimmst wahr, wenn du über was nachdenkst, weil du dessen bewusst bist. Umso bewusster du wirst, umso klarer wird dir, was gerade abläuft.
Und dazu musst du einfach nur beobachten. Dazu gibt es verschiedenste Techniken, Methoden, Atemtechniken. Ich bin immer ein Freund davon, Meditation in den Alltag einzubauen. Das ist auch das, was ich immer im Happy Life Kurs zum Beispiel weitergebe. Das ist ein sehr intensiver Kurs, über 30 Tage komplett. Und geht es mir wirklich immer darum, das direkt einzubauen in den Alltag. Ganz simple Übungen, zum Beispiel sowas wie Gehmeditation. Habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Bei Gehmeditation, da achtest du einfach darauf, wirklich achtsam den Schritt zu machen. Im Grunde geht es immer nur darum, immer mehr die Beobachterrolle reinzubekommen, immer mehr da reinzukommen, immer mehr wahrzunehmen. Dadurch wird man automatisch immer bewusster. Gute Möglichkeit dabei ist immer den Atem zu beobachten. Das ist die einfachste, wirksamste Methode am Anfang, einfach nur zu beobachten. Wie strömt die Luft ein? Hebt sich die Bauchdecke? Egal in welcher Situation, zwischendrin im Alltag, einfach mal einen Atemzug, einen bewussten zu machen. Und dann kannst du dir dabei bewusst machen, hey, was passiert hier gerade eigentlich? Immer mehr den Prozess genießen. Darum geht's. Egal, was du machst, genieß den Prozess. Von zielorientiert zu prozessorientiert. Darum geht's. Das wollte ich dir heute mitgeben. Und ich hoffe, es ist ein bisschen was hängen geblieben. Und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Mach's gut. Bis dann. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann natürlich Daumen nach oben, Kanal abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast. Manche haben es nämlich noch nicht gemacht, obwohl sie ständig die Videos schauen. Habe ich gehört, munkelt man so. Und ansonsten, wie gesagt, genieß deinen Tag. Genieß es, egal was du machst. Mach's gut. Ciao.